allgemein, okay, das ist halt so ein Ding, wo halt kann man sich vielleicht denken, okay, muss, nee, nicht, muss nicht. Deswegen schieben wir es vielleicht raus. Muss nicht, muss nicht. Okay, cool. Servus, ihr Lieben, das ist der Marc von Business to Be. Bei mir ist das Spiro. Und wir machen eine Bridge und diskutieren gerade, ob sie rauswächst oder nicht. Und sagen, klar, es kommt vor, auch bei Augenbrauen, wir sehen es. Aber bei mir ist die Chance, also die Quote sehr gering. Ja. Man merkt es natürlich einfach, wenn man die Kunden immer wieder da hat. Also es kommt schon vor, aber ich muss echt sagen, es ist wahrscheinlich im 10% Bereich oder sowas. Mhm. Und dann gibt es Studios, die haben wirklich, da ist jeder zweite Kunde betroffen, ja? Weil das zu oberflächlich stechen. Ja. Aber so wie wir es stechen, sagen, klappen die auch gut. Ja. Natürlich immer so Personal Items dazu. Der eine bleibt halt, keine Ahnung, hängen beim, weiß ich, keine Ahnung, Wrestling mit der Kunden, mit der Freundin im Bett. Mit den Fingernägeln dran, dann passiert was. Der nächste arbeitet im Kindergarten, da tritt irgendwie einer beim Spielen dagegen, dann beim Erzieher. Also, das sind verschiedene Sachen, aber den meisten Kunden passiert sowas nicht. Mhm. Und wenn keine externen physischen Reizungen kommen, dann haben wir eigentlich auch sehr wenig Chance oder Gefahr, dass es rauswächst. Also, okay, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ein Fan und alles funktioniert gut. Okay, cool. Das gibt es, wie gesagt, auch. Also, wenn es ein bisschen sagt, wo ich sage, da stehe ich einfach nicht dahinter, weil es einfach ein Scheiß ist. Zum Beispiel jetzt dann Cheeks, das ist ein Knauer, durch die stehe ich einfach nicht seit Jahren. Ich bin nie gestorben, weil der einfach immer wieder Ärger macht. Ich sehe das bei so vielen Leuten, die dann zu mir kommen und Hilfe brauchen. Und ich sage, nein, ich stehe die Scheißdinge nicht. So. Also, es gibt schon allgemein Sachen, wo du. Selbst wenn die Leute dich drum bitten, sagst, nee, irgendwie finde ich das nicht so. Ja, aber auch gewisse Schmuckvarianten. Wenn ein Kunde sagt, er will bei gewissen Sachen einen Ring, wo es einfach nicht geht, oder nicht in der Konzentration, dann sag ich einfach, ich mach's nicht. Okay. Weil mir bringt es nichts zu machen, dann hinterher habe ich eine Woche später den Kunden wieder hier oder habe die schlechte Bewertung, weil die Leute dann trotzdem alles vergessen, was du ihnen abgeraten hast. Ja. Weil man sagt, ja, das ist genau. Ja. Und das bringt gar nichts. Ja. Aber meine Kunden, muss sagen, sind meistens sehr, kannst du auch gerne offen machen, so wie du möchtest. Sie haben die Erfahrung auch schon mit Beratung gegeben in meiner Bridge. Meine Kunden sind jetzt meistens sehr offen für eine gute Beratung, hören drauf und letztlich auch hören sie auf mein Bauchgefühl. Und dann haben wir eigentlich eine gute Kombi, wo man sagt, man findet eine Lösung, wo alle zufrieden sind. Ich habe nur einmal zwei meine Kundin, die einfach das dann tun ich wollte, meinte, irgendein anderes Studio aus der Ecke wird es so stechen. Vielleicht musst du da wirklich hingehen. So als man dort. Achso, und die hat es dann gemacht, da wurde es ja abgeraten. Ich habe gesagt, so wollen das dann hingehen, ja. Ich habe gerne einen Kollege da unten, der man im Studio, der macht das, sage ich super, aber der hat mich 2505 Sterne bewertet und ich. Ja, ja. Okay. Dann sagt sie, machst du es? Ich mach's nicht. Okay. Entweder mit Stecker oder mit. Nein, Stecker geht nicht, dann ist sie aufgeschlagen gegangen. Okay, crazy. Weil sie aber, hast du von der dann irgendwie dann mal wieder was gehört, ist irgendwann wieder hierher gekommen? Ist es meistens so. Die Leute kommen meistens, also es ist wirklich so. Ja. Die Leute schätzen die Ehrlichkeit. Ja. Und sind dann auch ehrlich mit sich selber und sagen, fuck, jetzt wäre einfach scheiße geworden. Ich meine, das kennt man bei vielen Sachen. Der Lackierer sagt, das funktioniert nicht, der Maler, der Friseur. Und sagst, ja, machen wir es trotzdem. Ja, wenn es. Ja, dann okay. Dann sagst, okay, hast recht gehabt, jetzt haben wir es anders. Und so kommen die Leute dann auch zurück und sagen, ja, weißt du noch, ich war die mit dem Ring, weil die Karte jetzt nicht mehr drin gehabt. Sag ich, ja, weiß ich das noch. Ja, jetzt, ich will es doch mit dem Stecker machen. Ah, ja, okay. Sag ich, ja, es hat nicht funktioniert. Sag ich, komisch, sagt sehr komisch. Ja. Ne? Also, die nehmen es dann mit Humor und Ironie. Ich bin ja nicht böse, aber wenn man es dann einfach nicht glauben will, ist halt so. Also, sind dann auch so gewisse Sachen, das ist einfach. Aber sie muss man einfach dem Profi glauben. Und wenn man es nicht will, dann, dann muss man es meistens schmerzlich erfahren. Na gut, so lernt man vielleicht noch ein bisschen fürs Leben. Du, das ist so. Also manche, ich muss sagen, ich hasse es ja auch teilweise, gut Dinge die Weile haben. Ja. Auf manche Sachen musst du halt einfach warten. Das ist einfach so, wie wenn du ein Auto verlieren lässt. Und der Verlierer sagt, das Auto muss zwei Tage bei mir zur Trocknung stehen. Ja. Und sagst, nein, hol es ab, es wird schon nichts passieren. Dann fährst du zweimal auf der Autobahn und fliegen die Folie weg. Ja, und dann gehst du hin und sagst, was ist mit der Folie? Dann sagt der, habe ich gerade gesagt, so irgendein Opfer muss man ja machen. Ja, genau, du musst ja zwei Tage warten. Aber für uns Menschen
Auch wenn man erwachsen ist, ja, das ist schwer. Ja. Man will oft nicht warten. Einmal ins Spiegel gucken. Mhm. So, sobald du die Augen hochziehst, Büro, mach das mal bitte nicht. Ach so, okay. Das nicht. Gut. Weil das, der geht die Mimik mit, dann ist das wirklich ganz anders. Ja. Lass dich mal leiten für dein Bauchgefühl erstmal. Also erster Eindruck, wie ist es nun genau? Also du hast mir ja vorhin schon erklärt, dass wir ein bisschen gucken müssen wegen diesen. Mhm. Also dass wir es ja vielleicht ein bisschen schief stellen müssen, oder habe ich es falsch verstanden? Mhm. So. Genau, damit das von vorne erstmal gut aussieht. Ich hatte jetzt intuitiv das Gefühl, dass es auf dieser Seite hier irgendwie weiter in der Richtung ist, der Punkt. Aber vielleicht sehe ich das gerade auch einfach nur falsch. Oder ist es das, was du mir erklärt hast? Weißt du was? Ja, ja, was du meinst. Ja, oder sieht das nur so aus, weil der Punkt ein bisschen anders gezogen ist? Naja, das kann, also die Punktlinienziehung kann sein. Mhm. Also es ist immer so eine Wahrnehmungssache, genau. Ja. Gehen wir mal kurz das erste drei nach dir. Ja, ja. Das hier passt. Die Höhe. Okay, warte. Ich glaube, es ist ein bisschen so. Also quasi okay, dieser Punkt ist ein bisschen höher. Ja, und der ist okay, aber wirklich nur klitzeklein wenig. Und das ist quasi okay, so genau um mir. Also ist aber so. Für mich ist es bisschen, jetzt sage ich mal, wie es jetzt ist, schon mal gut. Achso, okay. Aber, ja, aber. Ja. Der Mensch. Innerlich so war, wie ich dich wirklich sehe. Ja. Du selber hast von dir natürlich eine andere Perspektive. Deswegen, wenn man sich ein Foto anschaut von vorne, passt, denkt man so, krass, sieht die Scheiße aus. Ja, ja, aber es ist halt die Perspektive, wenn du von vorne fotografiert wirst. Ja. Du selber nimmst dich anders wahr. Und mir ist immer wichtig, dass ein Kunde, wenn er vom Spiegel sitzt später oder abends, sich da rasiert, dass er nicht immer denkt, das gehört mir nicht mehr links. Ja, ja. Weil du bist der, der dich am meisten anschaut und dann genauso im Spiegel. Deine Umwelt, im Vorbeilaufen, die werden das nie merken. Nicht unbedingt. Und wenn du aber überlegst, es könnte ein Millimeter vor, dann machen wir es nicht. Also gehe ich jetzt mal hier, den Punkt, also, auf der Seite, glaube ich, ein Tick tiefer. Einen kleinen Tick hoch, nach oben, aber wirklich nicht viel. Genau, und einen Tick nach vorne, probieren wir es mal aus. Ja, schauen wir. Mal schauen. Habe ich einen Hauch hoch gemacht? Okay, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich besser. Also, es ist ein Tick. Ich habe jetzt einen Hauch ja, vorne gemacht. Mhm. Um es wieder auszuleihen und ich habe einen Tick gemacht. Und die Punkte, die verlaufen oder verwischen auch. Ich finde es gut. Aber sehr ehrlich, das nächste Thema ist, wir müssen es auch erstmal so genau stechen. Das ist wirklich brutal schwer, das so punktgenau zu stechen. Wenn es einer schafft, schafft X, aber. Auch da minimale Nuancen, du bewegst nicht, du zuckst, das ist normal. Nee, ich glaube, das passt. Mir war wichtig, ihn mal wegtun, ja, einfach von dem Hosenspiegel gehen, von hier weiter weg. Mhm. Schau dich mal an. Ja. Jetzt gehst du einfach nur langsam auf dich zu, dass du die Punkte so mal siehst, auch von weiter weg und von der Nähe, wie es dir gefällt. Ja. Ja, ich glaube, jetzt ist es gut. Gut. Ja. Also, wir reden da über Nuancen, ja, also deswegen, man würde auf der Kamera das gar nicht mal den Unterschied sehen. Ich sehe das schon, aber es ist wirklich minimal. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, selbst wenn ich so gesteuert wie ich es wollte, ja, ist im Ende scheißegal, man merkt es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aber für mich ist es für dich wichtig, dass du sagst, mit dem Ausgangspunkt, das passt. Ja. Super, leg dich mal drauf. Eine kurze Frage noch, wie ist das dann eigentlich jetzt mit dem, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal die Augenbrauen hochziehe, weil ich irgendwas Interessantes sehe? Genau, also, ja, das darfst du. Dann wird es schief, ist normal, ist vollkommen normal. Yeah, die Gestikulation, wenn man böse schaut, wenn man hochzieht, die variiert. Yeah. Und die hat natürlich, das macht ja unsere Mimik auch aus, yeah, klar, dass die eine vielleicht mehr als die andere geht. Das ist vollkommen egal. Aber das wirkt sich jetzt nicht irgendwie schlecht auf den Heilungsprozess. Nein, das ist vollkommen scheiße. Okay, ja, leg die mal drauf. Ja. Dein Septum ist schief. Ja, bisschen, oder? Also, ich muss sogar ehrlich sagen, ich habe es hier stechen lassen, ja, aber nicht bei dir. Es liegt jetzt gar nicht zwingend. Mhm. Am Stechen, glaube ich, möchte man einmal nachschauen, sondern deine Nase geht ja nach rechts, also nach links rüber. Die rechte Seite drückt es mehr rüber. Und ach, genau ja, so, okay, ja, wenn du mal schaust, schau mal, wenn du mal genau das, deine Nase geht so rüber. So hier, siehst du das? Das Nasenbein geht so rüber, dieser Schwung. Und genau das hat auch das der Ring. Ja. Hör jetzt auf. Was ich da mache, also Probleme, warum ich da erkläre ich dir das. Mit so einem Ring, ich meine, ich liebe diese Link, die man da hinten, ja, ich liebe diese Spike-Clicker, die sehen so geil aus. Ja, ja. Aber da siehst du natürlich jeden Scheiß. Und wenn die Nase mit schräg ist, dann ist die Tendenz durch die Spikes, wenn die nach außen gehen, dass das verstärkt optisch viel mehr,
Weil je länger was ist, desto mehr merkst du die. Ah, na klar, die Ausrichtung. Je kürzer es ist, desto weniger. Das ist für ein Auge siehst du einfach, ah, ja, ist viel einfacher. Also, wenn wir die Spikes so lang machen, dann siehst du das viel mehr, als wenn es normal ist. Ah, Linie interessant, ja, ja. Und mein Tipp ist, also für sowas, das kann man vom Stellen gar nicht ausgleichen, weil ich kann ja das Bild nicht extra schief stellen, damit es nachher gerade wird. Ja, klar. Du kannst den Ring nehmen und mal in die richtige Richtung drehen. Okay. Also quasi Linie ist ja nach vor. Ja, von dem Ding ist ja der Fuß. Warte, quasi so. Ja, genau. Ja. Und das mal während im Fernsehen, so 32 Sekunden, 40 Sekunden halten, ruhig stark. Das darf man so, ja, das Gefühl, dass die Nase rausfällt, aber da früh spannen, ja. Und dann loslassen und dann lassen los kurz. Ja. Und dann ist es schon viel gerader. Und dadurch kann man den Stichkanal, weil es ja ein Weichteil ist, auch nachträglich noch voll verbiegen. Und dann quasi, dann machen wir das in der Weich, in der Schleimhaut, also im Weichteil, verändern wir den Kanal. Und damit kann man sich solche Nuancen bei einer schiefen Nase ein bisschen noch einrichten. Das ist gut zu wissen. Mhm. Ja. Also wenn es Training stört, kann man das mal damit machen. Oder eben halt, so geile Spikes sind, sie doch wegzunehmen und wieder normalen Blicker einziehen. Ja. Oder einen offenen Ring, weil im offenen Ring fällt es noch weniger auf, weil die offenen Ringe kann ich verbiegen und kann das ausgleichen. Also im offenen Ring kann ich mir im Schmutz. Achso, bei dem Hufeisen meinst du jetzt? Ja. Ah, ja. Aber natürlich, da können wir ja auch Spitzen drauf machen, Hufeisen mit zwei Spitzen, da kann man es ausleihen, dann wird es gar nicht kaschieren. Die biege ich dir zurecht, das siehst du nicht mehr. Aber bitte probier es mal so, wie sie gerade gesagt hat, Büro, vielleicht klappt es auch so. Ja. So, los geht's, mein Lieber. Yeah. Wo kommst du jetzt, Bro? Aus Deutschland, Nürnberg ursprünglich. Aber der Name ist der griechisch? Ah, ja, der ist griechisch. Ah, das ist interessant. Also, dass du das direkt quasi so gegessen hast. Hast du den schon mal gehört, den Namen? Nö, aber ich ist mir von der Schreibweise eigentlich irgendwie klar. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Nee, ist griechisch auf jeden Fall. Cool. Was machst du hier? Ich studiere. Also Psychologie in Deutschland ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil da muss die Abi-Note natürlich ziemlich top sein und die hatte ich leider nicht. Aber gut. Hier kann man hier auch hier, hier kannst du das ja machen, indem du den Test machst. Ne? Test machst, ja, und den habe ich dann tatsächlich geschafft. So, und jetzt also locker, das kannst du nicht reden. Mhm. Bridgestone ist echt schwer. Ja. Ich würde sagen, schon eins zu den schwersten Piercings, wo man wirklich als Piercer alles aus sich rausholen muss, was die Präzision mit der Nadel angeht. Weil, ja, man, klar, schieflegen kann sie jeder. Ja. Das ist halt punktgenauer Arbeiten. Klar, so wie gesagt, der Mensch lebt, atmet, bewegt sich, man zuckt, ohne dass man es will, bewegt sich einfach der Körper natürlich. Auch wenn man sich ruhig bleiben will, mit ein bisschen Bewegung und leichte Mikrobewegungen sind immer da. Ja. Super, das war's, geil. Cool. Fein, bin fertig. Ich zeig's dir da im Spiegel. Schau's dir mal an. Wow. Geil, oder? Ja. Gefällt dir. Auch da, wenn du mal sagst, das gehört jetzt 0,1 mm für dich selber, nach links oder rechts, bitte jetzt nicht in der Abheilungsphase, in der frischen. Aber da kann man auch mal sein Spiel, sein Piercing ein bisschen verändern, ein bisschen spielen, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwas auch vom Schlafen. Wir haben viele Leute, die halt sagen, Mensch, meine Bridge, ich habe Fotos gemacht, die waren auch super gerade. Ja. Nach 4 Wochen ist es ein bisschen schief geworden, weil ich, keine Ahnung, irgendwie ein Polster habe oder ein Kuscheltier, auf dem ich schlafe. Egal geworden. Keine Sache. Cool, gefällt mir. Nice. Ja, Bridgestone Jumpers, das ist ein cooles Piercing. Und nach wie vor, wir sagen, ein seltenes Piercing. Ja, ist also nicht so, wo du sagst, du stichst jeden Tag Bridge, also Ohrenstelle durch jeden Tag, keine Ahnung wie viel. Bridge ist eher schon so, wo du sagst, das hast halt alle Woche ein, zwei Stück, aber nicht 5 mal am Tag. Ja.
Cool, geil. Okay. Pflege, ja, Nachbehandlung. Warte, ja, bitte, gerne. Ich habe dir noch die Pflege. Ah ja, klar. Und zuerst werden die Hände gewaschen, desinfiziert. Mhm. Dann nimmst du bitte Bondelin-Spray und Gel. Zuerst Bondelin-Spray, einfach an Sprühe links und Sprühe rechts drauf. Mhm. Mit der Küchenrolle reinigen, links und rechts. Dann das Gel nehmen, Tropfen links, Tropfen rechts. Stab sanft bewegen und du bist fertig. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Mhm. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln, zum Kontrollieren und tauschen es dann aus auf einen kürzeren Stecker. Okay. Neues Modell rein und fertig ist. Cool. Passt 6 Wochen Termin bei uns oder bei meinen Mädels. Nice. Wie beim Septum auch, mhm. Dampfbad, Sauna, Solarium und Schwimmen gehen 2 Wochen lassen. Mhm. Sportdusche, Haare waschen kannst morgen früh. Ja. Ganz normal wie gewohnt. Okay. Gibt es von deiner Seite aus Fragen zu? Ja, genau, wegen des Duschens noch. Also das Shampoo so ist jetzt nicht ein großes Problem, wenn es vielleicht ein bisschen da an der Seite runterläuft oder so. Scheiße. Okay. Kann sich nur mal. Alles klar. Ja, Sport mal auch. Dann passt. Habe ich an der Stelle eigentlich. Pass auf, wenn du hängen bleibst, klar, aber das ist normalerweise British eigentlich gut geschützt, weil normal kommt man sich da nicht, weil es ist gewöhnt, dass man die Augen schützt. Ja. Also da war kein Thema, dass du da hängen bleibst. Nur wenn sich kratzt auf deinem Auge, denk halt dran, du hast da was Neues, ja, dass du nicht einfach so loskratzt. Ja, ja. Hat mich gefreut. Danke fürs Kommen, danke fürs Video. Das war das Video für ein geiles Bridge. In diesem Sinne, Servus, ciao. Ja, ja.